Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. Wir haben es letzte Woche angetönt. Es ist, glaube ich, etwa die 11. Ostersendung, die wir machen. Da kommt natürlich immer unser alter Spruch: Keine Angst, es geht auf Ostern zu. Ja, ja. Wobei, der gilt das ganze Jahr. Also die schöne Geschichte, die habe ich noch nicht erfunden. Das ist die Magd, glaube ich, aus dem Kinderbuch, oder? Magd aus dem, ja, es ist ein erwachsenes Buch. Es beschreibt die Verhältnisse, die alten adligen Verhältnisse in der ehemaligen deutschen Gebiete, die dann müssen fliehen ja, im Krieg, wo die Russen vertrieben worden sind. Und da sind ja grosse Gutsbetriebe gewesen. Und die haben so Knechte und Mecke, die das ganze Leben da sind und zum Haus gehört haben und zum Teil eben eine wichtige Stellung bekommen haben. Und dort hat es eben eine Magd gehabt, wo alle, die etwas hatten, sogar die Meistersleute, wenn sie traurig waren oder hilflos sind, ist man zu dieser Magd gegangen, die hat alle getröstet. Und die hat eben das ganze Jahr immer gesagt, wenn jemand gekommen ist und geklagt hat, es sei etwas nicht gut. Keine Angst, es geht auf Ostern. Und das gilt ja 365 Tage. Er wird immer auf Ostern. Und Ostern ist natürlich der Tag der Erlösung, oder? Und der Wiedergeburt und so weiter. Also das ist ein Trost natürlich für die Leute gewesen. Also der Karfreitag ist noch nicht ganz so positiv gewesen. Das war am Kreuz gewesen, oder? Ja, das ist die eine Seite. Aber ohne Kreuz gibt es ja kein Ostern. Also ohne Tod gibt es ja keine Auferstehung. Und das ist eben die Tiefe vom Christentum, wo wirklich grosse Tiefe ist. Er stirbt für alle, für die Menschen, für uns. Er nimmt es auf sich, dass er also als Gottes Sohn gekreuzigt wird. Und am dritten Tag aufersteht er, das ist dann die Erlösung. Und darum gehört das zusammen. Und darum ist eigentlich die Ostern im Christentum das wichtigste Fest. Also wichtiger als Weihnachten, oder? Wichtiger als Weihnachten, ja. Weihnachten ist natürlich leichter verständlich, weil das ist die Geburt eines Kindes. Und kann man besser verstehen. Aber die Ostern, das sind eigentlich die tiefsinnigsten Feste. Und darum sehen wir da jetzt auch wieder linke politische Leute, die wir nicht ernst nehmen, die sagen, man soll die Ostern abschaffen. Wahrscheinlich wollen die den Ramadan feiern, weil sie sagen, da muss doch ein bisschen der Muslim entgegenkommen. Gut, aber vielleicht gäbe es noch zwei Arbeitstage mehr. Also der Ostermännig und der Karfreitag, oder? Ja, ja. Ja, nein, dasselbe würde den Job halten. Aber sie würden dann, denke ich, einen anderen Namen geben. Also, auf jeden Fall ist es interessant, aber wenn wir jetzt also ein bisschen pseudo-theologische Tiefe gehen, keine Angst, es geht auf Ostern zu, ist ja eigentlich ein positiver Grundsatz, oder? Es kommt immer wieder ja, gut. Ja, ja. Das widerspricht ja eigentlich auch ein bisschen der These, dass man sagt, sieben fette Jahre und sieben arme Jahre, oder? Nein. Man muss nur umkehren. Sieben magere Jahre und sieben fette. Kann man drehen, wie man will. Ich sage es natürlich einfach, als Industrieller habe ich immer gesagt, hört, es geht nie nur darauf, es geht immer auch wieder durchab, aber es geht nie nur durchab, es geht auch wieder immer darauf. Und das Wesentliche ist ja, dass es immer schlussendlich gut rauskommt. Also jetzt bin ich beim Albert Anker mit seiner Botschaft, wo ja eigentlich der Alltag malt, möglichst der Alltag, wo sagt, ich wollte zeigen, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Sie ist eben nicht verloren. Das hat natürlich auch mit Ostern zu tun, oder? Sie ist nicht verloren. Und man sieht ja, es ist ja so. Die Welt ist doch nicht verloren. Ich sage einmal, wir haben ja heute kennen wir jedes Unglück, das passiert, auf der ganzen Welt in einer Sekunde, wissen wir das. Also diese Woche, denkt, war ein Brand in Sibirien und in einem Warenhaus, oder? Also schrecklich. Und sind, man weiß nicht wie viel, die Behörde sagt 64, die Leute sagen Hunderte sind gestorben. Weil es auch wieder mangelhaft war, weißt du, im Osten halt ist da in Russland scheinbar, die Feuerwehr nicht parat
und die automatischen Einrichtungen, die hätten sollen, alarmieren, nicht funktionieren und so weiter. Und wir erfahren das, bevor der Brand gelöscht ist. Und ist in Sibirien, ist also weiter weg. Und dann haben wir natürlich das Gefühl, was auf der Welt alles passiert. In Syrien, in Libyen, in Afghanistan, in Russland, wo etwas brennt, nehmen sie das Erdbeben. Und der Verzweiflung muss man entgegenwirken. Das sage ich immer den Kindern, oder? Wir haben jetzt 12 Enkel. Aber schon früher hat der eigene Kind, man muss doch sagen, wenn sie so verzweifelt sind, wie schlimm das die Welt ist, schau doch mal geschwind von außen bei deinem Haus da. Ist denn das so schlimm um dich herum? Ja, aber es werden auf der ganzen Welt Leute verschossen. Ja, werden dann bei dir in der Nähe die Leute verschossen? Beim Nachbarn, oder? Nein, jetzt da nicht, sage ich also. Und es wird auch so viel mehr Orte geben. Aber kann nicht etwas umgekehrt eintreten? Man wird auch ein bisschen abgestumpft. Also man liest das, oder in Frankreich ja, der Polizist, ja. Dann sagen wir, ja, boah, schlimm. Ja, ja, und dann vergisst man es auch wieder relativ schnell. Ich meine, oder? Das ist mit diesen Mitteilungen, ja, ja. Wir haben ja, das ist ja ein grundsätzliches Problem, viel zu viele Informationen über. Und die Leute können es nicht verkraften, die vielen Informationen. Ich sehe das an mir, man kann es gar nicht in einen Zusammenhang stellen. Da ist einer verschossen worden, da haben sie Geiseln genommen. Da treibt der Twitter rausgelassen, das und diesen und Gegenteil. Und die Russen haben die Wahlen manipuliert und so weiter. Ja. Und dann kommt wieder das und dieses und jenes, alles durcheinander. Und das kann ja jemand gar nicht verkraften. Und das merken wir dann auch. Also ich sehe es jetzt zum Beispiel in der Führung, in der Wirtschaft. Wenn die Leute so viele Informationen haben, können die auch keine saubere Standortbestimmung mehr machen. Weil sie einfach viel zu viel abgelenkt werden und Sachen übernehmen, die gar nicht mehr wichtig sind. Oder? Siehe, die Welt ist nicht verdammt, Albert Anker, oder es geht auf Ostern zu, unsere berühmte Magd. Sie haben vorhin gesagt, eben, wir nehmen gar nicht mehr wahr, dass sie irgendwie gut gehen. Aber etwas geht schlecht, wenn man die Zeitung gelesen hat diese Woche. Das ist die SVP, oder? Man hat ein bisschen den Eindruck, glaube gestern die Zürich-Zeitung, grossen Leitartikel, der Blick hat geschrieben, alle haben es geschrieben, sie haben es so letzte Woche auch gesagt in dieser Sendung. Dort ist ein bisschen Weltuntergangsstimmung, oder? Ja, also bei den Zeitungen in der Partei ist keine Weltuntergangsstimmung. Muss also mal sehen. Aber wo man nicht umgekehrt fragen, wird jetzt auch nicht etwas angeredet, was gar nicht ist? Ja, also es ist ja ernsthaft. Mhm. Wahlen sind ja auch wichtig für die Politik, damit man etwas durchsetzen kann oder dass man gehört wird oder Gewicht hat. Aber es ist, also, ich habe immer gesagt, die Wahlen sind nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, was man bewirkt in der Politik. Leider ist die Politik immer so verkommen, dass die Wahlen das Wichtigste ist. Das ist ein bisschen der Gradmesser natürlich, ja, oder? Ja, der Gradmesser, aber der Gradmesser ist ja eigentlich auch nicht wichtig. Wichtig ist ja, wie man was machen kann. Die meisten Sachen in meinem Leben, politisch, habe ich mehr oder weniger als Einzelgänger aussen dran gemacht. Wenn alle zusammen für etwas gewesen sind und der Gradmesser dort ist, dann hat mich das nicht interessiert. Also für die Partei natürlich, oder? Ja. Die Partei, wie sicherlich. Ja, ja. Also der Aufhänger ist ja jetzt, glaube ich, die Wahlen im Kanton Bern. Jawohl, ja. Wobei, also wir nehmen es schon ernst. Weißt du, in dort war? Regierungsrat haben sie behalten können, oder? Ja, das im Parlament sind sie ein bisschen zurückgegangen. Ja, oder? Das ist eine grosse Leistung, oder? Das ist auch die SVP als die stärkste Partei, hat dafür geschaut, dass man eine bürgerliche Regierung hat. Und nicht nur, dass man zwei SVPler gebracht hat, oder? Weil das ist. Man hat nicht gesagt, man muss zwei SVP haben, sondern man hat gesagt, wir haben fünfte, sogar BDP. Eine Regierungsrätin hat man mit ihr getragen, freisinnig hat man mit ihr getragen, oder? Also man ist das vierte gegangen, 4 von 7 gibt Mehrheit. Und das haben die SP, die ja während 10 Jahren die rot-grüne Regierung gehabt, bis 2014, da hat man sie gekehrt und hat sie können heben. Und die SP ist massiv. Namentlich auf unseren Vertreter, der Regierungsrat Schnecklos, der ganz ein mutiger Sozialdirektor ist. Der hat nämlich einmal die Vergötterung der
Hilfsgelder für die, für Flüchtlinge und so weiter, aufdeckt. Weil er gesagt hat, ich kann die, was stimmt, er kann die gar nicht in den Arbeitsprozess bringen, wenn die mehr, viel mehr verdienen, wenn sie nicht arbeiten, als wenn sie arbeiten. Das ist ja das, was sehr viele Schweizer machen, oder? Und der hat das alleine durchgetragen. Leider hat er unsere Partei den Ball nicht aufgenommen und hat den Kampf mit ihm geführt. Also nur zum Sagen, wir haben größere Verluste erwartet im Kanton Bern. Wenn ich es so beobachtet habe, habe ich gesagt, das kommt nicht gut. Die sind also noch mit einem blauen Auge davon. Wieso haben Sie das vermutet? Ja, weil die Partei, es gibt in allen Kantonen bei uns, nicht in allen Kantonen gleich, aber nach dem, nach diesen guten Resultaten, Sie müssen mal sehen, unsere Partei hat 20 Jahre lang eigentlich immer zugelegt, oder? Also das ist, und hat eine Stärke bekommen, wie sie noch nie eine Partei hatte. Und das führt zu Passivität und zur Gleichgültigkeit und auch zum Teil ein bisschen Überheblichkeit. Sag ich, ja, wie das so ist, wenn man den Erfolg hat, so lange. Ist ja jeder schuld gewesen, ja? Der Erfolg hat viele Väter, aber der Misserfolg ist stets ein Waisenkind. Wenn es schief geht, sind alle anderen schuld. Aber dann haben die gesagt, ja, es geht ja gut, das wollen wir noch mehr. Und da sind in der im Kanton Zürich, da, bei den Gemeindewahlen oder jetzt im Kanton Bern bei diesen Wahlen eindeutig Fehler gemacht worden. Das muss man einfach korrigieren. Und ich nehme an, dass das der kleine Einbruch, das ist ja ein kleiner Einbruch, oder, dass die jetzt wieder ein Ding bekommen, ein bisschen. Und man muss eben auch schauen, sie haben ja keine eigenen Themen gehabt oder keine eigenen Themen rausgespielt. Ich meine, Bern hat einen Slogan gehabt, der SVP, Bern, Bären stark. Das ist in einem Bärdorf. Ja gut, aber das reißt ja niemand hinter dem Ofen führen, oder? Aber die Leute plagen das ein wenig, 37% von der Steuergelder in einer Gemeinde müssen für so Sozialhilfe ausgegeben werden. Und für, muss man doch schauen, wie kann man das ändern? Und jetzt geht noch ein Regierungsrat voran. Das ist ja sehr mutig vom Regierungsrat. Der muss ja in die Majorzwahl. Der, wo der Partei, wo ja nur, die muss ja nie die Mehrheit haben, die muss ja nie das absolute Mehr haben. Das hätten sie müssen aufnehmen. Aber sie haben es nicht aufgenommen, weil sie denken, ja, wir sind ja sonst die Stärksten. Das ist halt so, oder? Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Das ist im Unternehmen so, das ist in den persönlichen Verhältnissen so. Wenn Sie da all die Geschichten kennen von denen, die da so viel Geld haben, anfangen zu heuen mit dem Geld und dann abwägen kommen und nur noch auf den Ding umtreiben, auf der Yacht und weiss ich was. Und nachher geht das Geschäftsloch ab, oder? Das ist einfach, der Mensch mag eben schwer gute Tage verleiden. Das habe ich schon ein paar Mal gebraucht, das Zitat, weil das ist ein allgemeingültiger Weg. Das ist glaube von Goethe, oder? Ja, ich habe immer gesagt, sag vom Goethe, stimmt auch, er hat es gesagt. Aber jetzt hat mir ein Mittelschullehrer einen Brief geschrieben, das ist auch interessant. Und er hat gesagt, er mache mich darauf aufmerksam, dass ich nicht, der Goethe es abgeschrieben hat. Er stammt vom Luther. Mhm. Er hat schön verfolgt, wo er das geschrieben hat, oder? Da habe ich gesagt, ja gut, also der Goethe hat meine auch Zeug abgeschrieben, ohne dass er Fussnoten gemacht hat, von wem das er sagt. Vielleicht hat er auch nicht mehr gewusst, von wem er sagt. Genau, wie in der heutigen Zeit wäre da ein bisschen heikel, oder? Ich sage auch nicht jedes Mal, von wem das ist. Aber es ist interessant, also ich bin dem sehr dankbar, ganze Seite hat er gesagt, wo es vorkommt, oder? Und so lässt sich zurückverfolgen. Und punkto deutsche Sprache ist einfach der Luther ein grosser Schöpfer gewesen. Ja, das Benchmark. Ja, aber es ist ja, ganz kurz nochmal, wenn jetzt alle sagen, eben SVP verliert, weiss Gott was, oder ja, das Ende ja, hat, ja. Ist das für eine Partei nicht das Problem, dass man plötzlich so ein Loser-Image bekommt? Ja, natürlich, aber man muss nicht aufs Image schauen. Also, das
Voran ist es blöd gewesen, dass man so eine Sieger-Image hat. Das ist der gleiche blöd. Aber es hängt ja auch zusammen, oder? Jetzt ist Blocher nicht mit der Führung und weiss ja, Gott. Ja, ja, gut. Also, da kann ja nicht die Folge sein von dem. Aber es hat auch etwas. Man muss sehen, wir haben in der, im 15., wo also der hauptgrosse Erfolg ist von der Partei mit 29, über 29% bei den letzten Nationalratswahlen, dort haben wir von der Zentrale her, wenn man so will, also von der Schweizerischen Partei, gesamtschweizerischen Wahlkampf geführt. Das kann man ja, es geht ja um nationale Themen. Und dann haben alle Kantone flächendeckend gewonnen. Oder? Auch die, die ganz schlecht zu Wege sind. Wir haben Kantone, die wirklich schlecht zu Wege sind. Also die SVP, ja, die wollte ich jetzt nicht aufzählen. Da, aber das, die sieht man ja auch. Es sind auch viele Junge, oder? Ich meine, also in der Schweiz zum Beispiel. Romandie haben sie es ja nie, trotzdem nie geschafft, trotz dem Bundesrat Bammelen, dass sie dort ja, ja, können. Das war auch so etwas gewesen. Da wird dann gesagt, jetzt haben sie den Bammelen. Wieso sollten jetzt Leute eine Partei wählen, nur weil der Bammelen in Bern ist? Das Gleiche hat man gesagt bei der Doris Leuthard. Das ist ja eine Aargauerin. Jetzt müssen wir mal schauen, was die CVP im Kanton Aargau verloren hat. Nicht wegen der Frau Leuthard, wäre auch ungerecht, sondern trotzdem, dass aus dem Kanton Aargau eine Frau Leuthard ist, haben die vielleicht nicht zugelegt. Man tut immer den Stimmbürger unterschätzen. Warum wählt der Bürger eine Partei? Weil diese Partei das Vertrauen hat und die Gewähr hat, um ein Problem, das besteht, zu lösen. Also unsere Partei hatte den Hauptaufschwung nach vor 25 Jahren. Während 25 Jahren ist immer Hopsi gegangen, weil wir die Einzigen gewesen sind, die dort mal gesagt haben, die Schweiz muss Schweiz bleiben und wir geben Stimmrecht und unsere Souveränität nicht preis an die Europäische Union. Es war ja eine EU-Beitrittsabstimmung. Das ist eigentlich seit 92 bis jetzt, oder? 92 Besetzung und die Politiker haben sich nicht daran gehalten. Die Freisinnigen und die CVP wie die SP haben gesagt, nachher, obwohl wir so eine Abstimmung haben, wir gehen in die EU. Die haben das geschlossen, den Parteitag. Das würde ja heute keiner mehr machen. Oder? Heute sagen sie alle, nein, wir wollen nicht in die EU, wir wollen nicht in die EU. Weil natürlich die Leute zu 70% in der Schweiz sicher nicht mehr in die EU wollen. Aber mit dem und dem, der uns gewählt hat, hat gesagt, gut, wir schauen, dass die das schauen. Denn das Problem der Masseneinwanderung hat die Partei ernst genommen, die Initiative gemacht, die ist angenommen worden. Zum grossen Erstaunen von allen ist die angenommen worden, und zwar mit weit über 50% und zwei Drittel der Kantone haben dem zugestimmt. Und die Ausschaffungsinitiative, die die Partei gemacht hat, also dass man die Leute, die Verbrechen ausschaffen und nicht da lässt, einfach um das Verbrechen abzuschrecken, ist auch gut geheissen worden. Dann sind nicht durch uns selber, aber durch unsere Exponenten, zum Beispiel Nationalrat Matt hat eine Volksinitiative gemacht zur Wahrung des Bankkundengeheimnisses. Er hat sie nicht zurückziehen, weil das Parlament und der Bundesrat nachgegeben und gesagt haben, die Privatsphäre-Initiative, das tun wir so lassen. Wir lassen im Inland das Bankkundengeheimnis. Das sind ja Erfolge. Ob das viele Stimmen sind oder nicht, spielt dann keine Rolle. Oder der Wobmann, der hat die Initiative, das war der grosse Treiber von der Initiative Minarettverbot, oder? Also er hat thematisiert die Auseinandersetzung mit dem Islam, auch gewonnen vom Schweizer Volk. Das sind also wichtige Weichen. Ich gehe zurück, da bin ich nicht sicher, aber es hätte auch ein paar andere sein können. Wir haben doch klar durchgestanden, dass wir keinen Nationalbankpräsidenten haben, der mit der eigenen Währung spekuliert. Und müssen nicht mit dem Wahlerfolg, sondern müssen unten durch. Ja, die haben einem welche Kisten tun, Strafuntersuchung und alle Mist. Oder? Ja, ja. Oder? Und das ist der. Und das aber ist es hat auch Niederlagen gegeben, muss man sagen. Ja, natürlich hat es Niederlagen gegeben. Oder ja. Gott, ja. Vielleicht war nicht unsere Idee. Das
zum Beispiel haben sie gesagt, jetzt können alle die Schadenfreude hinführen. Man muss ja sehen. Wir haben natürlich ein Leiderpotenzial. Es ist ja interessant, dass vorangeht Zürich Zeitung. Oder eine bürgerliche Zeitung, wo sie sagen, man sollte mehr zusammenheben. Ist das jetzt für, aus Ihrer Sicht das Schlimmste? Oder? Ja, ich habe es gefunden. Ja, es ist, also schlimmer als den Tagesanzeiger? Ja. Und wenn Sie da so Sachen schreiben, oder, dann sage ich, ja, das ist jetzt wirklich eine oberflächliche Standortbestimmung. Aber muss man sehen, das ist eine freisinnige Zeitung. Es ist ja wieder innenpolitisch ganz einfach, ist das so fast wie eine Sekte da, wo sagt, ja, wichtig ist nicht, dass du bürgerlich bist, sondern freisinnig, oder? Und Sekte ist noch weit. Ja, das ist so ein bisschen sektierisch, dass man sagt. Das ist schlimmer als ein Gauner-Syndikat, oder? Nein, ja, gut, also, wenn es so verstanden wird, kann ich es nicht so will sagen, aber, oder, das ist eine Gefahr bei uns auch. Jeder Partei, dass man fühlt sich Parteien so wichtig nimmt. Wichtig ist, dass so einer gleichgültig, was der vertritt, oder? Also, doch einer so links sein, wie er will, wird er gleich noch gewählt, weil er eben ein Freisinniger ist, oder? Wenn jetzt auf der SVP, wenn es ein SVPler wäre. Und das merken wir da. Und da sieht man ja, da läuft ja der Neid. Läuft ja, sieht man, also offensichtlich. Da muss ich immer jedem sagen, wenn sie sagen, aber das ist ja verrückt, wie die da jetzt da auf euch losgehen. Wer Neider hat, hat Brot, wer keine hat, hat Not. Ja, das sieht man also da. Oder man könnte auch ihnen sagen, keine Angst, das geht auf uns noch zu, oder? Ja, gilt das auch für sie, oder? Ja, natürlich. Ich meine nicht, dass wir. Aber jetzt gleich noch. Aber wir müssen das ernst nehmen. Also, es hat auch eigene Fehler oder eigene Unvollkommenheit, aber da kann man eben führungsmässig kann man das ändern. Und darum hat das schlechte Abschneiden da. Das hat natürlich auch heilsame Wirkung. Da muss jetzt von selber hinter die Bücher, oder? Wenn es gut geht und einen oben predigt, jetzt müssen wir da und da machen. Ja klar, jetzt geht es das eigene Brot. Es hat oder? Aber auch ernsthafte Sachen hinten dran. Zum Beispiel. Ein grosser Grund ist, die Leute können nicht an Turnen. Also, und zwar in unseren Gebieten auch. Und da habe ich etwas Interessantes festgestellt. Es hat immer mehr Leute, auch, die das schreiben. Ich gehe nicht mehr an Turnen. Man macht den Bär doch, wenn man will. Das gibt dann ein gefährliches Potenzial. Wenn die Bürger nicht mehr an Turnen gehen, weil sie sagen, es nützt sowieso nicht. Ja, das ist sicher eine Masseneinwanderungsumsetzung, ja, ein Katalysator von dem. Das, oder? Aber auch in anderen Sachen machen sie es nicht oder machen nicht, was versprochen haben. Also, und wenn sich das aufstaut, das gibt, das sind wir jetzt in Italien, das gibt dann so Cinque Stelle, also Peppe Grillo und so einige Dinge, wo die Leute einfach sagen, ist mir gleich, was die vertreten, auf jeden Fall nicht das Gleiche. Weil die Keiben, die machen ja was wollen und das sind also die letzten Keiben da in Rom und schaffen den eigenen Sack und weiss ich was. Das ist gefährlich. Letzte Frage noch, wie verbringen Sie die Ostern? Ich mag mich erinnern, vor 2 oder 3 Jahren war es, wo Sie die falschen Kirche waren, oder? Ja. Also Herrenberg hat 2 Kirche, eine da und oben, ja. Ja, genau, ja. Also ich bin, wir sind hier die Heim. Ja. Und wenn ich da jetzt höre, wie viele Autos das da in den Süden fahren, also da. Unsere Dörfer sind ganz ausgestorben. Es ist wunderbar da. Ich kann gar nicht verstehen, dass alle auf die Straße gehen. Und wir haben ja 12 Enkel. Und da ist klar, da ist Ostern. Es ist natürlich auch ein Fest, wo man zu den Großeltern geht. Und ich muss also am Ostermontag voran, weil dann sind am meisten da. Muss ich die Eier verstecken, zuerst am Morgen früh. Gut, haben Sie ja viel Platz da. Ja, ja gut, wenn es schön Wetter ist, mache ich voraus im Garten. Nun muss ich dann schauen, dass ich wieder noch weiss, wo die alle sind. Auch schon haben wir dann Woche nachher eine Ostereier gefunden, die Vögel abgepickt hat. Also, hoffen wir das Beste. Ich wünsche Ihnen eine schöne Ostern. Wir sehen uns wieder nächste Woche, gleiche Zeit. Die Station Tele Blocher. Schönes Wochenende, gute Zeit und bis bald.